Ja, hi und willkommen. Mein Name ist Daniro LP und ich begrüße euch zurück zum Let's Play Final Fantasy 16. In der letzten Folge ist eigentlich nicht so viel passiert, ne? Okay, ein ganzes Städtchen wurde abgefackelt. Kann ich da überhaupt noch mal hin? Habe ich gar nicht gecheckt, ne? Wo ist das hier, ne? Ne, wir sind hier hingegangen. Ja, das gesamte Städtchen hier von Eastpool wurde abgefackelt, ne? Gehen wir da irgendwann mal hin, ne? Und ja, mehr ist da eigentlich nicht passiert, ne? Ist natürlich schade. Warte mal. Also, was sind eigentlich diese? Sind das irgendwie die Grenzen und so, diese Ketten da? Ja, ne? Muss halt irgendwie unser Weg, den wir gelaufen sind. Ja, ne? Wir sind ja hier gestartet, ne? Sind dann hier hingegangen, dann sind wir irgendwie hier so hingegangen, ne? Das ist cool. Glaube ich jedenfalls. Nee, nee, hier sind wir doch gar nicht hingelaufen. Da gehen wir da als nächstes hin. Oh. Ich weiß nicht. So. Ja, storymäßig ist nicht passiert, ne? Eastpool wurde abgefackelt. Wir haben uns darum gekümmert. Ne? Dann haben wir ein paar Nebenquests gemacht. Zittert kam zu dem Entschluss, dass die Kristalle, die Mutterkristalle böse sind. Und ja, wir machen uns jetzt auf nach Süden. Ne, wo jetzt hier dieser eine König diesen Krieg begonnen hat, ne, und da geht es dann wahrscheinlich richtig ab, ne? Ich habe so das Gefühl, wir müssen uns mit Barmut kloppen dann. Obwohl Barmut ist mehr so ein Endgame essbar. Von daher, warte mal, war gerade am Lachen. Ein schöner Tag für etwas Unfug, meint ihr nicht? Gehen wir zu viert? Gav wird zu Hause bleiben. Es war only. Also nur wir drei. Drachenkopf ist das Herzstück von Sanbrek. In Oriflam herrscht Chaos, aber mit einer Armee können wir doch Chaos nicht anrücken. Taucht auf einmal Jack so auf. Chaos. Und falls es doch schief geht, dann haben wir noch unsere Espa. Sid, ich... Es tut mir leid. Ich fürchte, Ifrit kommt und geht, wann er will. In der Regel. Ja, wer ist das letztens gefragt? Schwierigkeiten machen. Warum er Ifrits Namen wusste? Jedoch wäre das nicht die erste Abweichung. Keine Ahnung, Plot. Ach, wenigstens hat er noch den Segen des Phönix, oder? Und die Macht, die er Garuda abgezwackt hat. Oh, und habe ich dir erzählt, er war einst der stärkste Schild in Rosaria. Weißt du, zur Not kann er sich bestimmt auch allein aus der Hauptstadt herauskämpfen. Lassen wir es nicht drauf ankommen. Getrennt werden wir weniger auf... Tut er gerade Foreshadowing, dass er sterben wird? Wir treffen uns in Nordstedt in ein paar Tagen. Benehmt euch, ja? Na gut. Ich finde es übrigens super, wie und wie Jill nicht ein einziges Mal gesagt hat, so warte mal, wir sind doch zu viert, ne? Mit Torgal. Ne? Torgal hat irgendwie gar keinen Grund mehr, irgendwie hier dabei zu sein. Der ist einfach nur so für Fanservice, für all die Hundeliebhaber da, ne? So wie Dogmeat hier in Fallout, ne? So, wir müssen nach Kielbrück. Verbrechen und Strafe. War ich letztens. Ich habe letztens mal in einmal ab Harz reingeschaut und dieses Item, was dieser eine Dorfbewohner verkauft hat, der abgeschnetzelt worden ist. Also ist das gleiche Item, was auch hier Sharon verkauft. Also hier dieses Ding wird hier Rochade irgendwie verbessert, ne? Und da müssen wir hin. Also nehme ich jetzt mal so stark an, die Händler teilen sich irgendwie so hier das Inventar. Das heißt, ich glaube, ich brauche mir keine Angst darum haben, irgendwie irgendwas rechtzeitig zu kaufen oder so, ne? Ich dachte, wir gehen nach Süden. Ich dachte, wir sollten nach Süden gehen. Ich möchte irgendwas mit. Ja, ist Osten, ne? Wir sollen zur Hauptstadt gehen. Ja, aber ich habe jetzt nicht gedacht, diese Hauptstadt. Nee, egal.
Lass mich mal ein bisschen aufwärmen. Boah, ich wollte eigentlich voll so in den Reihen rammen, ne? Hast du gerade mein... Oh, ich drücke die ganze Zeit die falsche... Ich drücke die ganze Zeit die falsche Kombination. Knüpfen. Ich habe die ganze Zeit L2 und 3 gedrückt. Aber jetzt ist mal gar nicht. Ich muss mich jetzt auch hochheilen. So. Ah, ich kann auch deaktivieren. Ah, dann verliere ich aber all meine Sachen. Nein. Ich wollte gucken, ob ich das auch so deaktivieren kann, ne? Ja, aber dann geht meine ganze Balken, dann geht mein ganzer Balken weg aus Alarm. Dann gibt es aber wirklich keinen Grund, das jemals irgendwie hier zu deaktivieren. So, wenn ich mich nicht irre, dann war es doch hier der Ort, wo wir gegen keine Fehler. Diese Antilope könnte uns jederzeit auslöschen. Dahinter. Ich wollte gerade sagen, kriege ich überhaupt Erfahrungspunkte? Ja, ne? Ist überhaupt Jill schon wieder? Und man sollte Jill oder wartet sie schon irgendwie da auf uns? Er hat ja gesagt, wir treffen uns in ein paar Tagen, ne? Oh Gott. Weiß nicht. Oh mein Gott, die Antilopen hier sind viel mächtiger. Die Musik kam mir übrigens gerade bekannt vor. Ach, kommt mir so bekannt vor, Lied. Machen wir es kurz. Ich weiß nicht, ob ich die Gegner hier noch platt mache. War ich überhaupt hier schon? Ich habe so viel noch gar nicht. Heilige Auge. Das war's. Was wir hier noch haben. Ich glaube, hier war ich noch nicht. Die Gegner sehen ja relativ neu aus. Ah, nein. Lass mich mal rumlaufen, bis ich irgendwie weit nicht, falls eine Truhe oder so finde, ne? Ich will die ganze Zeit mich so positionieren, dass ich irgendwie auf die zuschargen kann, ne? Aber er lässt mich nicht. Also hier passiert jedenfalls Zeugs, ne? So Gegner tauchen ja auf und so, ne? Hier zum Grinden oder? Also irgendwie gedacht, jetzt kommt irgendwie jetzt gleich so ein Boss oder irgendwie so was, ne? Gekippert. Okay. Ich sehe jetzt auch irgendwie nirgendwo. Ich mal hier durchrennen, bis ich irgendwie eine Truhe oder so finde. Ich irgendwie habe ich Gefühl, ich muss hier sowieso irgendwie so rumrennen. Muss ich mal. Ah,
hier schon mal? Hier war ich mal, ne? Da kommen wir bekannt worden. Dann haben wir irgendwie Sid getroffen, ne? Und dann sind wir nach Hause gegangen, ne? Zum Versteck. Irgendwie so was, meine ich. Na, komm mal hier. Ne. Sag doch, wir waren ja noch nicht. Aber dann sollen die halt aber nicht aufdecken, ne? Weil das ist irgendwie das Verwirrendste von allen. Aber ich habe jetzt keine Ahnung, ob dieser Ort jetzt hier neu ist oder nicht, ne? Dann sollen die irgendwie den Ort nur aufdecken. Raptor. Ihr seid neu. Ihr seid doch voll unterlevelt. Also habe ich das Gefühl, ich hätte euch schon viel früher treffen müssen. Ja, so sollen Raptoren ja ausgesehen haben, ne? So mit Federn und so, ne? Angeblich. So Dinosaurier angeblich sollen ja Federn gehabt haben. Ich treffe Viecher, die ich noch nie gesehen habe. Oh nein. Weil der ist noch Level 15. Nein. Ich merke gerade, ich habe auch nur Torgal dabei, ne? Komm her. Wie geht's, wie steht's, na? Ist aber der, oh, wie schwach der ist mit Level 15. Ja, Eiffel kommt nur so raus, so hin und wieder, ne? So geil, ne? Ah, toll, ist mein ganze Heilung wieder weg. Das ist auch gut, dann kann ich ein bisschen so an den trainieren, ne? Erstmal als ich gegen den Kämpfer war nicht so gut. Ah, gibt es irgendwo eine Truhe oder so als Entschädigung? Ich glaube nicht, ne? Wo, wenn ich gegen den gekämpft habe, als ich noch Level 15 wäre, ne? Boah. Laufen wir nur so ein bisschen rum, so 5 Minuten, ne? Na, guck mal. Machen wir es kurz. Schicken jetzt mal. Ich wollte eigentlich in die andere Richtung ausweichen, aber okay. Ich meine, ich gehe automatisch auf jemanden los, wenn ich Phoenix Flug einsetze, ne? Oh, hi, hi. Okay, jetzt gut, ich habe genug grindet. So, war ich nicht gerade hier? Ich habe gerade die Truhe eingesammelt, oder? Ich habe laufen bin so. Lass mich noch mal da hochgehen, ne? So, ich wollte 1000 Punkte sammeln, ne? Für die weitere Leiste, ne? Für ich, obwohl ich die relativ früh schon ja immer einsetzen, ne? Irgendwie Lebenspunkte fehlen. Ja, ist der viel bessere Heil. Ein kaiserlicher Wachturm. Sollten wir uns ansehen. Guck mal hier. Siehst du, und deswegen rennt man ja noch durch die Gegend, ne? So, ich glaube, hier hätte ich schon viel früher hingehen sollen, aber. Hey, was hast du hier zu suchen? Ah, willst du zaubern? Ja. Da, Alter. Was ist da draußen los? Kommt dann direkt so ein Psychopath zu einem hingedüst.
Geil. Oh, der ist auf beiden Level fix. Nein, tu die anvisiert. Oh, ich nehme an, das sind so kleine Gegner, ne? Die kann man nicht anvisieren. Ah. Ich glaube, ich zugelöst. Diable Jumbo. Jumbo, nicht Jumbo. Diable Jumbo. Obwohl, das wäre irgendwie auch in Charakter, ne? So, Federzopf. Siehst du, deswegen tut man ja alles erkunden, ne? Weiß ja nie, was man hier findet, ne? So, ich tue ehrlich gesagt Krallsturm gar nicht mehr so oft einsetzen. Erhöht den Schaden von Senkhieb um 10%. Das ist irgendwie so ein... Ich glaube, das ist dieser Sprungangriff, ne? Schaden von Luftkombos. Ich bräuchte mal hier irgendwie, habe ich doch bestimmt auch, ne? Oh, ich habe ja viel mehr, sehe ich gerade. Abzeichen der Stärke angesquert um 7. Ich glaube, ich hätte gern den hier. Feuerschwall, das ist ja dieser. Ich saug deine Magie ein, ne? Und dann mache ich Schaden. Ja, den Angriff setze ich relativ gerne und oft ein, ne? So einen Magieangriff zu absorbieren und dann stärker zurückzuschicken, ne? Stehe ich voll drauf. Mag so Konterfähigkeiten in solchen Spielen. Deswegen spiele ich auch gerne Fire Emblem Charaktere in Smash Bros. Oder einige Charaktere in Genshin. So Beidou, Yunjin. Ja, irgendwie so Konterfähigkeiten haben. Hat irgendwie was so kurze Zeit irgendwie unbesiegbar zu sein, ne? Und dann irgendwie voll zurückzuschlagen. Bonk. Ja, ich glaube, das ist Senkhieb, ne? Ist hier noch ein vielleicht aussehenden Ort hier vielleicht? Ja, hier war ich aber, ne? War hier nicht letztens noch abgeblockt? Oder bin ich jetzt? Ich gucke viel zu oft auf die Karte. Mal so gucken, ob dieser Angriff irgendwie schneller geht. Also wie in so ein Speedrun, ne? Wenn es irgendwie so ein Move gibt oder so eine Bewegung, mit der man irgendwie schneller läuft, als wenn man irgendwie, weiß nicht, normal läuft, ne? Ich würde da durchdrehen, ne? So Legend of Zelda macht das immer irgendwie so. Anstatt irgendwie zu... anstatt irgendwie normal zu laufen, tun die Speedrunner irgendwie jede Sekunde rollen, ne? Und dann hört man einfach den ganzen Speedrun über nur. Da würde ich durchdrehen. So, stimmt. Ich habe gehört, hier gibt es ein Bordell. Ein Bordell. Bordell. Habt ihr einen Moment? Einen Moment? Glaubst du, dass du dir so viel Zeit mit mir leisten kannst? Mein Fehler. Nein, meiner. Wenn ich es mir recht überlege, riechst du nicht wie ein Träger. Dieser Duft. Otto wusste schon immer, wie man mich verwöhnt. Ganz im Gegensatz zu Sid. Denkst du, du kannst mich verwöhnen, Clive? Ihr seid Madame. Überlassen wir solch unpersönliche Anredeformen meinen gewöhnlichen Kunden. Für dich bin ich Isabel. Otto hat mir versichert, ich kann dir vertrauen. Das kann ich doch, oder? Natürlich könnt ihr das, aber warum solltet ihr... Dir helfen? Weil wir das nun mal tun. Vor langer Zeit war Sid der Einzige, der mir eine rettende Hand reichte. Das habe ich niemals vergessen. Ohne ihn wäre ich heute nicht, wer ich bin. Daher sehe ich zu, ebenfalls zu helfen, wenn ich es kann.
Und so sind wir zwei hier. An der letzten großen Hürde. Zwischen dir und dem, was auch immer du in der Hauptstadt suchen magst. Ich bezweifle stark, dass ein Träger unversehrt an den Grenzwachen vorbeikommt. Es sei denn... Es sei denn was? Darf ich mich als Frau verkleiden? So wie Cloud. In Begleitung seiner Besitzerin. Ja, so wird es bestimmt gehen. Doch im Gegenzug will ich auch etwas von dir. Halt, was? Jetzt weiß ich auch, warum Jill nicht dabei ist, ne? Das wäre schon der Kopf von der abgeflogen. Gefallen dir meine Waren? Nein. Lass mich erstmal schauen. Und Fortstorm, die werden ja mal teurer. Einen wunderhübschen Tag noch. Wenn du was willst, dann komm mit deinem Herrn. Achso, ja, ich bin ja eher, ne? Das Hauptquartier der Träger, sag ich mal, ne? So, wo soll ich überhaupt hin? Ach so, hier. Gleich in den Pasteten drin? Gib mir einen Schinken. Frischer Fisch. Den größten. Heute Morgen gefangen in den... Nein, ach so. Ach so, das habe ich noch auf seinen Rücken, das sah irgendwie so... Hier ist dieses quadratische Zeichen auf seine Schwerthalterung. Sah irgendwie aus wie so ein Zeichen, ja. Jetzt könnte ich mit irgendwas interagieren. Wir haben das Recht, alle verbotenen Gegenstände zu beschlagnahmen. Lust auf einen edlen Tropfen? Moment, was habt ihr vor? Na, na, na. Wir wollen doch nicht, dass jemand sieht, wie mein Eigentum rebelliert, oder? Dieses Brandmal macht mich zu niemandes Eigentum. Auch... wenn ich es nicht verstecken kann. Bisher hat dieses Brandmal nichts getan, als dich auszubeuten. Doch heute gibt es dir zum ersten Mal etwas, das du willst. Spiel einfach mit. Also Jill hat uns auch gemacht. Mit ihm. Madame, schon zurück zum Schleier? Aber natürlich. Schließlich muss ich mich auf deinen Besuch vorbereiten. Und wer ist das da? Meine neue Leibwache. Bei all den Valutern ist das Reisen für eine Frau viel zu gefährlich. Beneidenswerter Kerl. Du weißt ja, wo du deinen Neid befriedigen kannst. Wir sehen uns des Nachts. Halt! Stehen bleiben! Ist das ein dreckiger Träger? Hast Glück, dass du Madame gehörst. Geh mir aus den Augen, du Hund. Wenn ich nachts zur Madame gehe, wirst du auch dabei sein. Findet ihr ja. Und wenn die mich erkannt hätten? Haben sie aber nicht. Und selbst wenn doch... hätten sie nichts unternommen. Die Männer vom Grenzposten zählen zu meinen besten Stammkunden. Wir haben eine Übereinkunft. Genau wie du und ich. Also, folge mir jetzt bitte. Wir reden im Schleier weiter. Sieht nicht so aus, als hätte ich eine andere Wahl. Okay. Was? Drachenplatten. Ich habe verdammt, der Drachen. Ich habe jetzt gelesen, der Drachensplatter oder irgendwie. Ich habe lange nicht im Schleier gesehen. Hast du etwa keine Lust mehr auf uns? Nein, das ist es nicht. Die Garnison soll Truppen für die Armee stellen. Wir werden in die Hauptstadt geschickt. Oh, okay. Ich muss jetzt langsam zurück. Ich sollte auch wieder in die Schenke, bevor
kommt plötzlich von der anderen Seite. Und wenn jemand nach ihren Diensten verlangt, sagst du, dass sie erkältet ist. Madame, ihr seht prächtig aus. Danke, du auch, Liebes. Sollen wir euch ein Bad einlassen, Madame? Das wird nicht nötig sein. Clive, mein Liebster, willkommen im Schleier. Cool. Dank euch konnte ich passieren, Milady. Ich stehe in eurer Schuld. Das war ja auch Sinn der Sache, oder nicht? Und für dich bin ich Isabel. Was hat dich nur so verklemmt werden lassen? Mit Sicherheit nicht Sitzeinfluss. Und im Gegenzug? Was soll ich für euch tun? Ich will die anderen nicht warten lassen. Sid und das Mädchen sind noch nicht hier. Meine Leute bringen sie getrennt hierher. Otto hat mich gebeten, ihnen auch zu helfen. Doch zurück zu deiner Frage. Du sollst jemanden für mich finden. Eins meiner Mädchen. Tadjen wird seit mehreren Tagen vermisst. Sie hat keine Nachricht hinterlassen. Und ich fürchte um ihr Wohl. Ich suche bereits mein ganzes Leben nach Menschen. Bisher nicht gerade erfolgreich. Ich verlasse mich auf dich. Ich habe nur einige Nebenquests letztens abgeschlossen, wo ich einige Menschen gesucht habe. Die Mondbrosche von Isabel. Ein Zeichen meines Vertrauens. Ich hoffe, das wird reichen, um allzu neugierige Blicke von deinen rosigen Wangen abzulenken. So, ich habe nun etwas im eisernen Fass zu erledigen. Wenn du Neuigkeiten hast, findest du mich dort. Aha, die Madame. Am besten höre ich mich hier zuerst um. Oh, neue Nebenquests. Ich habe schon gedacht, hat dann irgendwie neue Quests kommen, ne? Nachdem sie uns so ein Abzeichen gegeben hat. Sollen wir erst die Nebenquests machen? Ja, ne. Für immer erst die Nebenquests, ne? Entschuldigung, warte mal. Du da mit dem Schwert. Was gibt's? Ich komme nicht umhin zu bemerken, dass du die Brosche trägst. Du bist also ein Kompagnon der Madame. Dürfte ich dich um Unterstützung bitten? Du wirst auch angemessen belohnt. Ich bin drin. Und wen genau würde ich unterstützen? Oh, verzeih mir. Ich bin Etienne, ein bescheidener Händler. Doch glücklich genug, die Madame zu meinen Freunden zählen zu dürfen. Außerhalb der Mauern warten Geschäfte, doch die Wachen sind misstrauisch geworden, was mein Kommen und Gehen betrifft. Ich hatte gehofft, dass jemand anderes an meiner Stelle gehen könnte. Und wer wäre dafür besser geeignet als ein Vertrauter der Madame? Wärst du bereit, einem Mitmenschen in seiner Not zu helfen? Aber natürlich. Oh, Geld. Warum nicht? Wundervoll. Die Aufgabe ist ganz einfach. Passiere das Tor und liefere Pakete an einige meiner treuesten Kunden aus. Alter, ich bin gerade erst hier reingekommen. Sagt an drei. Ein Krämer, ein Kräuterkenner und eine Brennerin. Erwähne einfach nur, die Päckchen sind frisch vom Teller des Hausherrn. Irgendwas Gefährliches? Was? Aber nicht doch. Nur etwas, das so mancher jenseits der Mauer nur allzu gerne in die Finger bekommen würde. Ich kann dich zwar nicht daran hindern, hineinzusehen, aber bitte, tu es nicht. Wirklich nicht. Okay. Was soll dieser komische Ton? Okay. Dieser Markt ist ein regelrechter Misthaufen. Was war das bisschen für der? Ja, ich wusste es. Igitt, das ist ein richtiger Misthaufen.
Voll theatralisch. So, wird ja auch irgendwann alles abgefackelt werden. Ich weiß es nicht. Da oben ist ja mal. Abgehört, du hast beim Würfeln gewonnen. Wird gleich verpasst, oder? Im Schleier. Klar, auf Kosten meines. Tagesablauf, Appell, Morgengebet, Leibesübungen, Schwerbildübungen an der Holzpuppe, Mittagessen, Bogenschießen, Übungskämpfe in 3-2er-Gruppen, Rüstungspflege und Aufräumen, Appell. So, neue Quest oder eins, was ich machen muss schon. Ich hätte nicht erwartet, einem Träger mit dieser Brosche zu begegnen. Umso erleichterter bin ich, dich zu sehen. Kann ich von dir Stillschweigen erwarten? Worüber? Über diese ganze Unterhaltung, die Bitte, die ich an dich richten will, die Tatsache, dass ich die Madame in meiner bescheidenen Art und Weise unterstütze, so unwahrscheinlich es klingen mag, innerhalb der gesellschaftlichen Elite von Sanbrek finden sich auch solche, denen die barbarische Behandlung der Träger zutiefst missfällt. Aha. Und was hat das mit mir zu tun? Diese Stadt wird allein von ihren Trägern am Laufen gehalten. Dennoch gibt es viele, die ihre Sklaven hungern lassen. Nicht etwa aus Geldnot. Einfache Mahlzeiten kosten schließlich so gut wie nichts. Nein, aus reiner Freude am Leid anderer. Es ist nichts als pure Grausamkeit. So abscheulich es auch ist. Meine Landsleute würden sich eher ins eigene Fleisch schneiden, als den Hunger ihrer Träger zu stillen. Und meine kleinen Bemühungen, Rationen zu verteilen, sind trotz größter Vorsicht leider entdeckt worden. Was uns zu meiner Bitte führt, dein Brandmal eröffnet dir tatsächlich auch gewisse Möglichkeiten. Solche, die mir von großem Nutzen wären. Was soll ich tun? Gut. Was genau soll ich tun? Ich danke dir. Eine einzelne Mahlzeit ist vielleicht nicht viel, aber den Trägern bedeutet es die Welt. Teil das hier an sie aus, aber bleib unbeobachtet und beeil dich. Also, jeder, der mich sieht, wird umgebracht. Was ich bereitstellen kann, soll dort ankommen, wo die Not am größten ist. Momentan ist sie das hier in der Garnison. 3 Träger, überlastet und unterernährt. Ihnen ist nicht eine einzige Pause vergönnt. Nochmal 3 Leute suchen. Kein Wunder, dass die meisten nicht alt werden. Ja, es ist tragisch. Aber lass dich von deinem Zorn nicht aus der Ruhe bringen. Es gilt bereits als Widerstand gegen die kaiserliche Autorität, den Unterdrückten ein wenig Beistand zu leisten. Bitte übe dich in Diskretion. Nicht nur um unseretwillen, auch für die Träger. Ach, und wenn es getan ist, sei doch so freundlich und gib einem der Mädchen der Madame Bescheid. Du wirst nicht bleiben? Ich fürchte nein. Man erwartet mich in der Hauptstadt. Allein mit diesem Gespräch habe ich schon viel riskiert. Hungrig und geschunden. Taut einfach ab. Der Fluch ist schon Strafe genug. Jetzt wird jetzt hier Menge. Sollen nicht auch noch Hunger. Questmarker. Na gut, schauen wir uns ja um. Was ist das schon direkt hier? Wartest du etwa darauf, dass es von selbst heilt? Mach schneller! Jetzt ist wohl nicht der richtige Zeitpunkt. Okay. Der Kommandant hat auf uns abgesehen. Als ob wir zwei es nötig hätten, Schwertübungen zu machen. Tja, der hätte mal unseren Kampf letzte Nacht vorm Schleier sehen sollen. Was? Also, die Damen geprügelt. Ist ein vorgesetzter Offizier, Träger. Weißt du nicht, dass das Übungsgelände nur für echte Soldaten ist? Oh, ja, jetzt seid ihr was von tot. Junge, die kaiserliche Garde braucht deinesgleichen nicht. Geh zurück zur Infanterie, wo du hingehörst. Ich bin gleich wieder weg. Ich fass es ja nicht. Sieh dir die Brosche von dem Mistkerl an. Deshalb stolziert er hier rum, als würde ihm der Laden gehören.
Als wir Schutz angeboten haben, hat sie gelacht. Dieser Arsch soll mehr drauf haben als die Elite des Kaisers. Das lässt sich doch sicher schnell herausfinden. Alter, guckt euch meine Klamotten an. Zeig uns, warum du die Brosche trägst. Lieber nicht. Verständlich. Nur ritterlich, wie wir nun mal sind, müssen wir sicherstellen, dass die Madame gut aufgehoben ist. Oh, so eine Quest, wenn ihr unbedingt wollt. Gut, wenn ihr unbedingt wollt. Oh, nur damit du es weißt, ich halte mich nicht zurück und du solltest es auch nicht. Bereite dich ruhig vor, falls nötig. Nicht, dass du nachher heulst, das wäre Schiebung gewesen. Er wird sowas von überrascht sein, wenn ich ein paar Feuerklingen auf ihn schieße. So, dann wollen wir uns mal ein Bild von dir machen. Schwert sehen? Ja. Wenn du darauf bestehst. Arroganter Bastard. Also gut, dann mal los. Du mal deine 115 Rüstung an, guck dir mal meinen Drip an, ne? Oh, wenn du dich bei deinem Frauchen ausweinst, sag ihr, dass Leon dich so zugerichtet hat. Du kannst ruhig mit schmutzigen Tricks kämpfen. Oh Gott. Das mit dir, man. Oh, Realitätscheck abgeschlossen. Heilige. Der hockt einfach nur so, Heilige. Wie er aussieht? Gut. Hoch das Schwert. Lass uns Spaß haben, ja? Bro, hast du nicht gesehen, was ich gerade getan habe? Oh, Bro, ich kann ja noch nicht mal an mir sehen, weil er nicht mal Bossgegner oder so ist, ne? Du hast Potenzial. Das gebe ich zu. Ich weiß es nicht. Ha. In den Hintern. Oh mein Gott. Oh, ich liebe diese Quest. Gregors Galle, der Bastard schwitzt nicht mal. Brosche hin oder her, er ist ein Träger. Der Kommandant darf nichts hiervon erfahren. Nicht nach der Schelte wegen der verpassten Drills. Vielleicht hatte er ja auch recht. Ich gehe dann mal. Ja, gut, dass wir dich los sind. Immerhin wissen wir, dass die Madame sicher ist. Gib ruhig alles. Okay. Pfusch. Einfach mein Ifrit verwandelt. Ja, ich mag die Quest. Immer so witzig. Sehr cool. Ein Träger verprügelt die kaiserliche Garde. Der Kommandant ist ein mürrischer Bastard. Verprügelt. Verprügeln, ich habe euch absolut vernichtet. Ich habe noch nie so eine, ich hab noch nie so eine krasse Vernichtung gesehen wie das. Kann man denn da hin? Das ist da auf der anderen Seite. Ah, da beginnt wieder. Wow. Geht irgendwie als anderes Gebiet schon wieder. Oh nee, kann man einfach aus. Okay. Ah. Kaiserraue. Oh, was ist denn das für eine mystische Musik? So, da kann ich noch nicht hin, ne? Oder irgendwas machen anscheinend.
Oh, Wind. Blas dich nicht so auf. Du hast sicher großen Hunger. Hier, bitte. Ja, ich soll das hatte ich bitter nötig. Danke. Doch, ich heb's mir erstmal auf. Ich will nicht erwischt werden. War es schon immer so schlimm? Ohne den Kämmerer wären ich und viele andere schon tot. Seit er uns hilft, geht es uns ein wenig besser. Das ist immerhin etwas. Also ist diese Gabe von Trägern einfach nur die Magie einsetzen können oder so? Das habe ich irgendwie bis jetzt immer noch nicht gecheckt, ne? Und die reden immer die ganze Zeit davon, so, oh, wenn ihre Gabe irgendwie erwacht, ne? Aber ich weiß immer noch nicht genau, was die damit meinen. Also können die Magie anwenden, ne? Warum haben diese Soldaten dann gedacht, es wäre eine gute Idee, hier gegen Träger zu kämpfen? Keine Ahnung. Okay, machen wir weiter mit den Quests, ne? Wir meinen, kann ich irgendwie nicht interagieren anscheinend, oder ist irgendwie nicht so eine gute Idee, wie ich das verstanden habe. Bade. Sei gegrüßt. Wie ich sehe, trägst du ihre Brosche. Ich? Ich bin nur ein namenloser Barde, der die Herzen der guten Leute hier in wärmende Lieder hüllt, wenn die Muse mich den Stoff dafür weben lässt. Okay. So, genau, am Eingang soll ich hingehen. Das war's für heute. Ein paar Bierchen und dann in den... Ich fand diesen Realitätscheck. Nein, Quest immer noch vorbei. So, ich dachte. Ich warne dich. Trägern verkaufe ich nichts. Ob du zahlst oder nicht. Wo steckt dein Herr? Etienne schickt mich. Er hat einen eigenen Träger. Muss ja gut laufen bei ihm. Also gut, beeil dich, bevor die Wachen was merken. Schweres Päckchen. Das nimmt mir eine Last von den Schultern. Und das ist für Etienne. All das für Schnaps. Nicht so ein Fusel. Vom Allerfeinsten, sorgfältig destilliert für meine besten Kunden. Finden die Wachen den, bist du ihn sofort los. Versteck ihn gut, hörst du? Wenn er Etienne schmeckt, sag ihm, dass er mehr bekommen kann. Nicht umsonst, natürlich. Natürlich. Ich dachte, ich müsste irgendwie so ein Codewort überliefern. So frisch vom Hause. Irgendwie so was. Ich mache keine Geschäfte mit Trägern. Reg dich ab. Mach erstmal deine Augen auf. Ich habe ein Päckchen. Frisch vom Teller des Hausherrn. Ja. Ich kenne dich nicht. Wo steckt der Händler, Etienne? Irgendwo, wo ihn die Torwachen nicht wegen seiner Geschäfte behelligen. Schön. Gib mir die Ware und verschwinde. Ich habe das Gefühl, diese Quest soll uns alle sagen, wie schwer es Träger haben, ne? Träger, wenn ich rausfinde, dass du mich betrügst. Ich nehme es gern zurück. Das tust du sicher nicht. Dein Herr sollte dir die freche Zunge abschneiden. Wenn du jemand anderem dienen würdest, wärst du längst in Ketten. Hier. Nimm das und geh mir aus den Augen. Ich fand das ein bisschen offensichtlich, ne? So. Diese Zigarren sind mehr wert als dein Leben. Sei vorsichtig. Ja, wir wissen, Träger haben es sehr schlecht, ne? Deswegen. Gleich, wenn wir jetzt zurückkommen, heißt es so, ja, siehst du, wie die Träger behandelt werden. So wie sie. Hier gibt's nichts für deine Sorte, Träger. Verschwinde! Ich habe eine Lieferung von Etienne. Frisch vom Teller des Hausherrn. Nimm das. Und geh mir aus den Augen. Geh mir dann aus den Augen. Die Zeiten sind hart. Dieses Päckchen wird das ändern. Zumindest eine Weile. Entschuldige die Begrüßung.
Nichts Persönliches. Oh, okay. Das ist aber nett. Hier. Kannst Etienne sagen, ich stehe zu meinem Wort. Parfum. Oriflams Bestes. Wie versprochen. Aber ich dachte, er wird mir irgendwie so Ketten geben oder irgendwie so. Parfum, Zigarren und Schnaps. Da ist jemand anspruchsvoll. Wofür bekommt man diesen Luxus? Es gibt wohl nur einen Weg, das rauszufinden. Okay, wenn ich jetzt noch wüsste, welche Quest, welches Zeichen für welche Quest ist, ne? So, hey. Ah, du bist zurück. Und nicht mit leeren Händen. Zigarren, Rosenessenz, Weinbrand. Pfeift er sich jetzt alles auf einmal ein? Entzückend. Ja. Madame, ich rauche das Parfüm. Wenn du meinst, sprüh mir den Wein auf. Wäre sie auch zufrieden, wenn sie auf den Körper und. Du meinst die Kristalle? Sprich es ruhig laut aus. Warum hast du es mir nicht gesagt? Einem ehrlichen Menschen sind Lügen wie Fesseln an den Fußgelenken. Ich konnte nicht riskieren, dass du vor den Wachen ins Stolpern kommst. Schließlich kennen wir beide die Strafe, die auf den Handel mit Kristallen steht. Und sollten sie auch noch so winzig sein. Du hast nicht gewusst, was für dich auf dem Spiel stand, und vermutlich ist genau deshalb auch alles glatt gegangen. Doch trotz dieses erheblichen Risikos geben unsere Freunde gerne ihre wertvollsten Waren her, um ein paar mickrige Stückchen zu ergattern. Ich wusste nicht, dass Kristalle hier so rar sind. Rar wie Chocobo-Zähne. Daher gibt es selbst für die kleinsten Splitter einen florierenden Markt. Oh, das war der Witz, ne? Niederträchtig, die Bedürftigen auszunutzen? Ich glaube, du tust, was du glaubst, tun zu müssen. In der Tat. Und ich denke, Madame sieht das genauso. Dein Lohn für deine gute Arbeit. Ich habe die Ware, die ich beschaffen sollte, und die Wachen sind ahnungslos. Ich danke dir. Auch unsere gemeinsame Bekannte wird dir danken, wenn sie davon erfährt. Cool. Ich kriege aber nur Geld, ne? Und ein paar Erfahrungspunkte anscheinend. Okay. Was ist denn noch hier übrig? Hier, aber mit denen kann ich aber irgendwie nichts machen, ne? Ich soll irgendwie warten hier, bis er nicht geheilt wird. Na gut. So, du. Hier ist etwas für dich. Trägerverpflegung. Vom Kämmerer? Ich danke dir. Du musst jetzt gehen. Schnell, bevor dich jemand sieht. Bitte. Träger, hier gibt's keine Pause. Die Esse soll glühen, verdammt. Und du? Wenn du eine Nachricht für mich hast, dann spuck sie aus. Wenn nicht, zurück an die Arbeit. Schau den einfach um. Ich dachte, ich will jetzt einfach so auf ihn zulaufen und dich mitten in die Fresse. Oh, ich gebe ihm einfach so eine Kopfnuss. Oder Torgal frisst ihn, keine Ahnung. So, wie mache ich jetzt die Situation hier? Geht das gefährlich schneller? Hast du das verstanden? Hier, das kannst du sicher brauchen. Nimm das.
Stopft einfach so ins Mund. Der Kämmerer muss sich geschickt haben. Doch meine Arbeit ist noch lange nicht getan. Wenn ich aufhöre, gibt es Prügel. Du musst dich ausruhen. Ich kann nicht. Nicht, solange es noch Wunden zu versorgen gibt. Und wann versorgst du dich selbst? Das muss warten. Und essen kann ich später. Trotzdem, danke. Das Vieh auf den Höfen wird besser behandelt als die Träger des Kaiserreichs. Na gut. Ich sollte zum Schleier. Dieser Mistkerl. Unfall, wer es glaubt. Wirkt angestrengt, halbwaggig. Oh Gott. Und schon wieder ja ein bisschen mit Nebenquests hier beschäftigt, den ganzen Part, ne? Aber ja, gut. Was soll man machen, ne? Na, bist du geschäftlich hier? Oder zum Vergnügen? Für ein geschäftliches Vergnügen. Zum Vergnügen jedenfalls nicht. Ich habe für den Kämmerer Essen verteilt. Ah, also hat er jemanden gefunden, der ihm hilft. Besser ist es. Ich habe gehört, dass seine Freunde am Hof in letzter Zeit zu viele Fragen stellen. Er ist also wirklich ein Kämmerer. Es gab eine Zeit, da galt er als der bedeutendste Kunde des Schleiers. Für uns Mädels war er eine Art großzügiger Onkel. Er war einer der wenigen hier, die an der Art, wie das Kaiserreich die Träger behandelt, Anstoß nahmen. Selten für jemanden seines Standes. Das dachte sich die Madame auch. Ein kleiner Schubs in die richtige Richtung und schon wurde er zum Schutzpatron der Hungerleidenden von Nordstedt. Wir haben zwar unseren Onkel verloren, aber wenn die Träger dafür was zu essen bekommen, beschweren wir uns nicht. Oder kaum. Freut mich zu hören. Das gibt einem ein klein wenig Zuversicht, oder? Zu wissen, dass es Menschen wie ihn gibt. Und Menschen wie dich. Kein Wunder, dass die Madame so von dir schwärmt. Ich mach mich nicht. Ich kenne sie erst seit 5 Minuten, aber okay. Ich gedacht, wir kriegen hier vielleicht noch so ein Level Up. Wir haben schon lange kein Level Up mehr bekommen, ne? Okay. Upp. Ich habe dich lange nicht im Schleier gesehen. Also wir müssen jetzt, genau, wir können die Quest nämlich an auch so ein bisschen vorantreiben, ne? Wir müssen den Leuten ja fragen, wo die dann sein könnte, ne? Da müssen wir die finden. Ich sehe Madames Brosche, ein Vertrauter. Ich soll für Madame nach Tatjen suchen. Was kannst du mir über sie sagen? Sie wird immer noch vermisst? Oh, hätte ich ihr doch besser zugehört. Meinst du vor ihrem Verschwinden? Einen Tag zuvor. Sie hat laut geweint. Sie hat ihren Kamm gesucht. Ein Geschenk von Madame. Kein teurer, aber für sie war er von unschätzbarem Wert. Tatjen war eine Waise. Madame ist wie eine Mutter für sie. Wie für uns alle. Deshalb also die Tränen. Und ich habe sie nicht getröstet. Aber vielleicht jemand anderes. Tatjens Schlafgenossin. Vielleicht ist ihr etwas aufgefallen. Sie sitzt dort drüben am Teich. Danke. Warum guckst du so böse, wenn du jetzt sagst, da hinten sitzt die Hexe. Was ist denn Schlafgenossin? Ah, du bist doch Madames neue Leibwache, habe ich recht? Musst du etwa Botengänge für sie erledigen? Du Armer. Dann bist du ja schon ausgelaugt, bevor deine Schicht heute Nacht beginnt. Muss mich jeder immer erst so komisch anmachen, bevor wir ins Gespräch kommen. Du bist ja im Zimmer mit Tatjen. Hat sie dir irgendwas gesagt, bevor sie verschwunden ist? Nur, dass sie jemanden treffen müsse. Sie hat keinen Namen genannt. Aber ich weiß trotzdem, wen. Wen denn? Der vom Grenzposten. Kleiner Widerling. Hat jeden Geld für Tatjen ausgegeben. Und sich ständig mit ihren anderen Feiern angelegt. Er klebt ihr ständig am Rock. Anfangs hat das Tatjen gefallen, aber schon bald wurde er ihr unheimlich. Sie wollte es Madame sagen.
Aber die war so stolz auf Tatjen für die hohen Einnahmen. Also hat sie nichts gesagt. Hast du den Mann schon mal gesehen? Kannst du ihn beschreiben? Natürlich. Hat er oft genug versucht, bei uns einzusteigen. Er hat eine Narbe über dem Auge. Angeblich eine Kriegswunde. Danke, das hilft mir weiter. Lass ihn nicht entwischen. Finde ihn, dann findest du auch sie. Ich hoffe doch nicht. Vom Grenzposten. Dann sollte ich mich an der Garnison umsehen. Dann gebe ich ihm noch eine Narbe. Über sein Auge war es, ne? Über sein anderes Auge. Das ist symmetrisch. Ja. Hab gehört, du hast beim Würfeln gewonnen. Wird gleich. Ich suche einen Mann mit einer Narbe überm Auge. Zum Vögeln oder was? Sieht das hier aus wie ein Bordellträger? Verpiss dich! Still, du Esel! Wo wussten die, dass ich vom Bordell komme? Bist du nicht die Brosche? Ein Wort von dem reicht und der Schleier ist für uns gestorben. Es gibt nur einen Soldat mit so einer Narbe bei uns. Sein Name ist Yannick. Ich habe ihn aber eine Weile nicht gesehen. Ja, er meinte, er will nach Mur. Er ist vor ein paar Tagen aufgebrochen. Er wollte dort wohl einen Händler treffen. Madame dankt euch. Mur ist das letzte Dorf vor Oriflam. Ich sag besser Isabel Bescheid. Ist kein Mond vergangen. Sieht so aus, als müssen wir da beim nächsten Mal hingehen, ne? Cool. Clive, hast du gute Nachrichten für mich? Das bleibt abzuwarten. Ja, das ist eine Hauptstory, merke ich gerade. Ich war noch so im Nebenquest-Modus, aber das ist eine Hauptstory, ne? Hätte Tatjen mir das doch gesagt. Dieser Yannick. Die Soldaten meinten, dass er in Mur sein könnte. Angeblich wollte er dorthin, um einen Händler zu treffen. Fragt sich, warum er nicht zurückgekommen ist. Und deshalb willst du vermutlich nach Mur, um das herauszufinden. Soll ich das etwa nicht? Doch, natürlich. Ich sorge mich allerdings, was dich dort erwarten könnte. Die Menschen in Mur sind recht engstirnig. Auf Träger sind sie nicht gut zu sprechen. Solltest du ihnen auffallen, werden sie dich ohne Zögern ausliefern. Doch mir ist dann muss ich sie töten. Schuldig. Mehr als nur einen. Sein Name ist Bertrand. Er arbeitet bei den Ställen. Sag ihm, ich schicke dich. Gut, ich komme so schnell wie möglich zurück. Okay. Wie weit reden wir denn hier gerade? Ist ein Teleportpunkt? Stimmt, ne? Das sind ja noch Bergquests, sehe ich gerade. Tödliches Spiel, Spielzeuge. Die Madame. Laden ich. Machen wir beim nächsten Mal, würde ich sagen, ne? Wir gehen beim nächsten Mal dahin, würde ich sagen. Ich drücke jetzt mal den falschen Knopf. Dann sehe wieder Quest. Ich glaube, das Spiel sagt einem das immer, ne? Ich bin nur halt immer so paranoid. So. Ja, Reichweite und Schaden werden erhöht. Ich könnte auch mal von den einen Angriff den Schaden erhöhen. Aber das kostet natürlich. Ah, nee, Meistern habe ich schon. Na gut. Machen wir uns beim nächsten Mal Gedanken drüber, ne? So. Beim nächsten Mal gehen wir dann mal hier weiter und gucken, wie es hier in Moors, was? Wie es dann in Moors hier weitergeht, ne? So. Klingt die Musik ja so bedrohlich. Das hört sich irgendwie an wie so ein Science-Fiction-Song, irgendwie so. Das wäre jetzt irgendwie gerade auf so einem toten Planeten oder so, ne?
Na gut, ich würde dann aber sagen, das war's für diese Folge. Ne? Beim nächsten Mal geht's noch weiter und ja, wir gucken mal, was hier mit Tatjen passiert ist. Ich habe Bedenken, dass sie irgendwie noch am Leben ist, ne? Aber gucken wir mal. Sind diese Zeichen überhaupt? Also gut, das war's dann für mich. Ich sag Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Wenn ihr hinterlasst, doch bitte ein Like, ein Abo, ein Kommentar. Es würde mich sehr freuen. Dann sehe ich euch in der nächsten Folge wieder. Tschüss.